Nee, auf BookTube heißt es Rache des Sub oder irgendwie sowas. Also meistens, ne? Das klingt auch ein bisschen bescheuert. Ja, Ablagestapel. Ja, man ist auch ein bisschen bescheuert, wenn man sich so viele Bücher holt. Das literarische Viertel eröffnet seine Pforten. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Community-Ausgabe heute am 2. April, die Nacht zum 2. April, auf den 1. zum 2. Und es ist kein April-Scherz, denn wir machen wieder klassisch BookTube. Und das ist etwas, was ich schon lange machen wollte. Ich kämme heute meinen ungelesenen Buchstapel durch. Sub sagt man ja auf BookTube. Ich mag ja diese Abkürzung nicht. Ich finde, das hört sich ja ziemlich bescheuert an. Ne? Ich sage mir, Submarine oder was ist hier los? Ja, ich hoffe, es wird nicht zu unterirdisch. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, wie viele ungelesene Bücher ich in meinen Regalen habe. Es schwant mir aber, dass es viele sind und ich weiß gar nicht, wie ich die hier präsentieren soll. Ich glaube, ich muss dann irgendwie mal die Kamera ein bisschen lose machen. Ich schaue mal, wie das geht. Es ist auf jeden Fall ein verregnetes Wochenende und da hat man zum Glück mal Zeit für sowas. Die Osterferien haben gerade angefangen. Das Wetter leider noch nicht allzu ostermäßig. Ja, wir schauen mal. Ich habe hier einige Regale. Und es geht auch noch weiter nach oben und es geht auch noch weiter zur Seite und hier steht auch alles kreuz und quer. So, wir machen mal kurz die Spielregeln. Also, erstens, ich nehme nur ungelesene Bücher, die wirklich auch mir gehören. Das heißt, wenn Bücher entweder ausgeliehen sind oder aus der Bücherei sind, dann würde ich sie nicht zählen. Vielleicht kann ich die noch kurz irgendwie erwähnen, aber dann werden sie nicht gezählt. Zweitens, es ärgert mich tatsächlich ein bisschen, dass ich doch recht viele ungelesene Bücher habe und nicht ganz so durchkomme, wie ich möchte. Das liegt sicherlich auch an BookTube und an der Sendung Das literarische Viertel. Denn bevor ich angefangen habe mit dem literarischen Viertel, hatte ich nicht das Problem, dass ich irgendwo ungelesene Bücher türme. Lüge. Im Studium hatte ich das doch. Im Studium habe ich tatsächlich auch eine Menge Bücher nicht gelesen, die ich hätte lesen sollen. Das war aber einfach so Semesteranfang, neuer Kurs, Lektüre-Test steht bevor, Bücher stapeln sich und dann rase ich da irgendwie durch und manchmal merke ich, boah, schaffe ich nicht. Und dann war das Ganze auch irgendwie weg vom Fenster. Und manche habe ich auch irgendwie nicht gelesen, bin trotzdem in den Kurs reingekommen, habe sie nachher dann in der Regel auch nicht gelesen. Ja, das ist nochmal ein anderes Thema, aber genau, ansonsten war ich nicht ein großer Bücherkäufer. Eigentlich, ja, hatte ich das Problem nicht. Ich habe immer ein paar Bücher da gehabt, ich habe auch immer mal ein bisschen gelesen, aber ich hätte nicht ein weiteres Buch gekauft, bevor ich das andere Buch nicht fertig gelesen hätte, wage ich mal so zu behaupten. Ja, jetzt ist es fürs literarische Viertel natürlich ein bisschen was anderes, weil man kriegt überall hervorragende Leseanregungen und das ist natürlich total toll, aber das stapelt sich. Man hat nämlich auch beim Kaufen irgendwie so ein bisschen das Gefühl, hey, ich hole mir jetzt etwas. Es fühlt sich so an, als ob man schon liest, wenn man das Buch kauft, was natürlich ein völliger Trugschluss ist. Und dann bleibt es manchmal auf dem Weg, weil schon irgendwie was anderes ansteht. Und ich glaube, es ist jetzt irgendwie wichtig für mich, mal zuzugeben, ich habe so eine leichte Buchkaufsucht entwickelt im Laufe des letzten Jahres und ich muss jetzt einfach mal gucken, wie viele sind das? Wie viele sind aus dem letzten Jahr? Wie viele sind vielleicht auch älter? Lassen sich in Kategorien einteilen? Oder wie sieht es denn überhaupt aus? Das ist für mich spannend und ich hoffe für euch auch ein bisschen. Legen wir los. Ich hole erstmal alles raus, was ich irgendwie finde. Und jetzt habe ich es tatsächlich geschafft, endlich mal auf HD umzustellen hier. Ich weiß nicht, ob ich das Video unbedingt in HD hochladen muss, aber meine Kamera bedienen konnte ich anscheinend auch nicht. So, aber ich bin mal ein bisschen rausgesprungen, um zu zeigen, was gibt's hier überhaupt so.
Also das hier auf der Seite sind alles DVDs. Das sind Serien und Filme, die ich gerne mag. Ich habe meine DVDs versucht, auf absolut null herunterzuschrauben, aber hat nicht so ganz geklappt. Es gibt einige Filme, weil ich bin absoluter Cineast und Kinoliebhaber und gibt ein paar Sachen, die möchte ich ganz gern behalten. So, in den nächsten freien Tagen will ich eh mal ein bisschen hier ordnen. Deswegen passt es auch perfekt. So, hier oben gibt es einige Bücher, die gebunden sind und recht wuchtig sind. Deswegen habe ich die nach oben verfrachtet. Da sind auch die Regale am stabilsten. Mir ist tatsächlich nicht auch mal ein Regaltrenner irgendwo auf dieser Seite hier eingesackt. Also ein bisschen vorsichtig muss man sein. Vor allen Dingen hier mit den fetten Sandman-Ausgaben und sowas. Na, also das ist ja schon einiges. So, es ist auf jeden Fall chaotisch. Hier unten habe ich ein paar Bibliotheksbücher. Hier habe ich ein paar alte Bücher von mir. Dann hier sind ganz normal Romane. Hier sind Graphic Novels, diese beiden Regale. Hier unten haben wir ein paar Wörterbücher, ein paar Sachbücher. Hier gibt es ja so ein paar ältere Sachen und hier unten sind aber auch Romane. Hier und hier. Also es sind immer mal ein paar Sachbücher dazwischen. Hier habe ich schon die Gruppierung aufgesprengt. Und stapel jetzt von unten nach oben. Das muss ich hier auch bald machen, weil hier ist einfach zu viel freier Platz. So sieht es im Regal in etwa aus. Jetzt muss ich mal dazwischen gehen und gucken, was ist denn ungelesen und was nicht. Ich werde erstmal in den oberen beiden Reihen anfangen. Also es ist leider ganz schön viel. Es wirkt auf den ersten Blick nicht so viel. Aber es könnte passieren, dass ich mehrere Videos rausmachen muss. Aber wir gehen erstmal oben durch. So, ihr seht, so viel ist noch übrig geblieben. Immerhin ein bisschen, ey. Als ich angefangen habe, dachte ich mir, da bleibt gar nichts mehr übrig. Das kommt komplett alles weg. Also ich habe jetzt alle ungelesenen hier runtergestapelt. Man sieht es nicht. Ich habe nämlich einen zweiten Tisch hier nebengestellt. Genau, und die sind übergeblieben. Der Einfachheit halber, also ich werde eh mehrere Videos machen. So, also wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf die beiden Teile vom Regal. Und wir gehen mal durch, was da ist. Und dann gehen wir durch, was weggegangen ist und was noch zum Lesen offen ist. Ich glaube, in den nächsten 10 Jahren bräuchte ich eigentlich keine Bücher mehr kaufen. So, Des Knaben Wunderhorn von Armin von Brentano aus der Romantik damals. Das war ja so eine Lieder-Geschichten-Sammlung, die Brentano mit, Clemens Brentano ist es natürlich. Ja, ihr seht, wer gefährliches Halbwissen. Und Achim von Armin. Achim von Arnim. Ja. Sollte ich im Studium eigentlich drüber gesprochen haben? Die beiden haben diese Sammlung gemacht und die habe ich jetzt zur Seite gestellt. Ich habe die nicht komplett gelesen, natürlich. Ich habe das Ganze aus einer Freebox hier in Berlin. Also das Buch lag hier um die Ecke, das weiß ich noch genau. Und da sind halt echt viele coole Sachen drin und da schlägt man eher noch nach. Ja, hier zum Beispiel Wilhelm Tell, Fliegendes Blatt. Willem bin ich von der Telle, von Heldenmut und Blut. Mit meinem Geschoss und Pfeile hab ich die Freiheit gut. Dem Vaterland entworben, nee, dem Vaterland erworben, vertriebene Tyrannei. Einen festen Bund geschworen haben unsere Gesellen drei. Ja, also Kram, den es während der Zeit der Romantik gab. Ja, also im Prinzip so ein bisschen wie die Grimms Märchen ist es so. Eine Sammlung einfach von Erzählungen, Sprüchen, Liedern und so weiter und so fort. Finde ich ganz interessant, behalte ich auf jeden Fall, werde ich aber nicht komplett durchlesen. Deswegen da schaue ich immer mal rein. Also das zähle ich jetzt mal nicht zu ungelesen. So, daneben ist Huckleberry Finn. In der deutschen Übersetzung habe ich auch irgendwo noch auf Englisch. Kann auch sein, dass die englische Ausgabe ist. Ich sehe es gar nicht genau, aber habe ich auf jeden Fall komplett gelesen. Daneben der große Gatsby von Fitzgerald. Auch die deutsche Übersetzung lese ich mittlerweile nur noch im englischen Original. Will ich trotzdem mal behalten, aber Great Gatsby in der deutschen Fassung. Dann die Kinder von Bahnhof Zoo, Christiane F.
Sehr spannendes Buch habe ich vor 3 Jahren erst gelesen. Und ja, wenn es euch interessiert, könnt ihr auch mal ein Video zu machen. Das habe ich eigentlich noch ganz gut im Kopf. Julia Engelmann, Eines Tages, Baby, sind ja Poetry Slam Texte. Also weiß ich jetzt nicht, ob ich jeden einzelnen gelesen habe, aber habe ich auf jeden Fall schon ganz gut gelesen. Ich mag eigentlich Julia Engelmann. Victor Justin, Hitze, habe ich mal im literarischen Viertel drüber gesprochen. Murakami Wind bin ich nicht wirklich drauf eingegangen, habe ich aber erwähnt, dass ich das gelesen habe, war jetzt im letzten Jahr. Stefan Zweig, die Schachnovelle, haben wir natürlich ausgiebig gemacht. E.T.A. Hoffmann, Der Sandmann, habe ich schon durchgelesen einmal, würde ich vielleicht sogar noch ein zweites Mal lesen, weil es doch auch recht verwirrend ist, aber zumindest auch nicht lang. Werde ich noch ein Video zu machen. Daniel Kehlmann, Malers Zeit, haben wir ein Video zu gemacht. Wolfgang Herrndorf, Chick, haben wir ein Video zu gemacht, und Charles Dickens A Christmas Carol haben wir ein Video zu gemacht. Also das sind alles Bücher, die ich gelesen habe. So, jetzt kommen wir mal zu denen, die da fehlen. Fangen wir an. Robert Schneider, Schlafes Bruder. Habe ich mal von der Christina, eine Freundin aus Österreich, geschenkt bekommen. Und ich bin gekommen bis Seite 34. Fand es damals, ich habe das Ende 20 dann angefangen zu lesen. Von der Energie her, es war mir ein bisschen zu schwer und deswegen habe ich es erstmal zur Seite gelegt, wollte es aber gerne noch lesen. The Little White Heron von Elizabeth Gucci. Das hatte ich mir sogar gewünscht, war wohl Inspiration für J.K. Rowling zu den Harry Potter Büchern. Habe ich ein paar Seiten gelesen, bin aber überhaupt nicht durchgekommen, auch irgendwann während des Studiums von einer Freundin bekommen. So, die gute Jana, die auch mal bei uns war und Benedict Wells mit uns besprochen hat, die hat mir geschenkt, jetzt erst im letzten Jahr, Vom Ende der Einsamkeit. Große Chance, dass ich das auf jeden Fall bald lesen werde. Das interessiert mich nämlich wirklich und das passt auch zu meinem aktuellen Geschmack und zu meinen aktuellen Büchern, die ich unbedingt noch lesen möchte. Habe ich auch im Lesevorhaben fürs aktuelle Jahr genannt. Virginia Woolf, Orlando, im englischen Original. Da habe ich mir sogar einiges angestrichen. Das heißt, das habe ich tatsächlich mal gelesen. Oder auch nicht, wenn ich nämlich die Handschrift anschaue, ist das nicht meine Handschrift. Ich weiß, ich habe da mal mit angefangen, mit Virginia Woolf. Das hier ist nicht die Ausgabe, die ich damals hatte. In der Uni hatte ich eine andere Ausgabe. Ich weiß auf jeden Fall, dass es irgendwie in Amerikanistik mal auf dem Plan stand. Virginia Woolf soll ja nicht so schwer zu lesen sein, wie ihr Ruf ist. Ich bin sehr gespannt, also würde ich tatsächlich auch sehr gerne noch lesen. Max Frisch, Seine Stücke, Reclambuch. Ich habe Max Frisch immer sehr gemocht und auch schon gespielt. Hier ist Biedermann und die Brandstifter drin. Ich habe den Biedermann in den Brandstifter schon gespielt sogar selber. Noch hier drin ist Nun singen sie wieder, Graf Öderland und Andorra. Ich habe nur Biedermann und die Brandstifter gelesen, das dafür auch einige Male und kann es sogar auswendig zu einem großen Teil. Aber ich würde ganz gerne eigentlich die anderen Stücke noch lesen. Dann, genau, kann ich direkt hier zu Benedict Wells lesen, weil weil die Jana mir es auch geschenkt hat. Vor einigen Jahren, 2013 würde ich sagen, James Masters Alles, was ist. Das habe ich angefangen, aber ich hatte das Gefühl, dass die deutsche Übersetzung nicht so viel taugt. Deswegen habe ich das wieder niedergelegen. Aber ja, wäre vielleicht auch ganz interessant, dem mal noch eine Chance zu geben. So, dann haben wir Maureen Daly, 17. Sommer. Das habe ich mir erst im letzten Jahr gekauft. Ich finde das ja sehr schick hier, ne, mit diesem roten Buchrücken. Und das wurde mir in der Buchhandlung empfohlen. Hier der Buchhafen in Neukölln. Da war ich und das hatte mir die Buchhändlerin empfohlen. Und ich fand das sehr cool. Also von der Beschreibung her wäre auf jeden Fall was, von dem ich hoffe, dass ich es auch bald lesen werde. So, dann haben wir hier eine Ausgabe, ich wusste gar nicht, dass ich sie habe, von Thomas Mann und den Buddenbrooks. Buddenbrooks. Ja, bin ich auch in etwa das Lesezeichen.
Ist auf Seite 12. Ich habe mir noch eine zweite Ausgabe geholt, die müsste irgendwo da hinten sein. Kann ich dann mal nebeneinander stellen. Ja, ich möchte die Buddenbrooks auf jeden Fall lesen. Und zwar auch in absehbarer Zeit. Hab es aber noch nicht getan. Dann haben wir ein Krimi. Dashiell Hammett, Rote Ernte, ist wohl die Inspiration von dem Malteser Falken. Ich weiß gar nicht, wie es genau im Original heißt. Aber das fand ich ganz interessant, weil ich ja so auf Film Noir durchaus stehe. Also da sind mehrere kurze Kriminalfälle drin. So scheint es mir zumindest. Ja, auch noch nicht gelesen. Dashiell Hammett finde ich aber ganz interessant. So, Peter Pan und Peter Pan in Kensington Gardens. Beide im englischen Original. Hier so eine Sammelausgabe. Habe ich mir irgendwann mal gewünscht. Habe ich angefangen, bin nicht weit gekommen. Aber J.M. Barrie finde ich auf jeden Fall auch sehr interessant. Hier gibt es auch schöne Illustrationen. Hier ist der Peter. Ja, ein Kinder-Jugend-Klassiker sollte man wohl mal lesen. Markus Zusak, Die Bücherdieben. Das ist ein Buch, was ich wohl auch irgendwo in der Freebox gefunden hatte, von dem ich aber der Meinung bin, man kann es auf jeden Fall lesen. Das ist auf einigen lesenswerten Buchlisten oder beste Bücher aller Zeiten taucht das immer mal wieder auf. Wenn einer die Bücherdiebin kennt, dann gerne Bescheid sagen. Hemingway, A Farewell to Arms, hatte ich mal angefangen zu lesen, bin ich nicht durchgekommen. Ich habe einige Hemingway-Bücher gelesen. A Farewell to Arms gehört nicht dazu. Wenn es euch interessiert, sagt gerne Bescheid. Goethe, Wilhelm Meisters Wanderjahre. Ja, bin ich auch nicht so richtig reingekommen. Tja, irgendwann mal gewollt zumindest. Ich weiß aber nicht, wieso ich und wann ich mir das genau geholt habe. Aber das muss auch schon eine ganze Zeit hier liegen. Ja, ein Freund hatte mir geschenkt, Tom Rath, Entwickle deine Stärken. Das ist ein Sachbuch. Bin ich ja leider auch noch nicht dazu gekommen, aber hört sich ja schon mal gut an. Stärken entwickeln, immer schön. Michael Ende, Heilung durch magische Fantasien. Ich habe ja sehr viel zu Michael Ende und ich fand das ganz interessant. Ich habe meine Magisterarbeit über Michael Ende geschrieben, und zwar Michael Ende und sein Verhältnis zur Epoche der Romantik. Ja, ich glaube, da hätte ich mich besser noch mehr eingelesen vor der Magisterarbeit. Fand das aber insgesamt ganz interessant, das Buch. Klaus Berger, habe es nicht wirklich gelesen, habe es einmal quer gelesen und war der Meinung, meine Arbeit finde ich da nicht genug. Leonie Ossowski, Stern ohne Himmel. Tja, keine Ahnung woher. Ist aus der Buchhandlung Bücherstube Heikel in Schmallenberg. Das ist auf jeden Fall schon ewig her, dass es gekauft wurde. Das ist ein ganz altes Etikett hier. Ich habe D-Mark noch. 9,90 Mark. Vielleicht kann einer mir sagen, ob man das behalten sollte oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Manches bleibt irgendwie über die Jahre dann. Selim Özdoğan, Nirgendwo und Hormone. Ich glaube, das ist so ein bisschen aktueller von mir. Ich weiß es nicht. Die Seiten sehen ein bisschen älter aus. Auch hier, keine Ahnung. Ja. Gerne, wenn jemand das Buch kennt, gerne mal sagen, ob sich das lohnt. Buddhismus für Anfänger hatte ich mir mal geholt. Das kann eigentlich zu den gelesenen Büchern. Das habe ich zum größten Teil zumindest. Das ließ sich schnell durchlesen. Aber ich wollte eigentlich ganz gerne noch mal reinschauen. Deswegen, ja. Fällt in die gleiche Kategorie wie Arthur Schopenhauer, die Kunst recht zu behalten, mit den Kunstgriffen, wie man bei Podiumsdiskussionen oder auch vor Gericht etc. recht bekommt, fand ich sehr interessant. Manche davon leuchteten mir auch sehr ein.
Ja, aber nichts, was ich jetzt in mein Leben integrieren könnte. Dafür sind die zu unmoralisch, die Kunstgriffe. Aber ja, wollte ich auch noch mal reinschauen. Ist aber auch schwierig, ne? Muss man sich länger mit beschäftigen. Albert Camus, Der Fremde, nicht gelesen, ist aber sehr übersichtlich. Könnte man mal lesen, gar nicht so lang. Finde ich interessant. Frostheart von Jamie Littler habe ich angefangen und auch das hat so einen coolen Buchrücken. Das habe ich mir in Großbritannien geholt. Oh, man sieht auch hier schon, es gibt einige coole Illustrationen. Und das ist eigentlich was, was sich auch recht fix lesen lässt. Wäre vielleicht auch was, was sich mal in die Schule mitnehmen könnte, in die Grundschule und dort im Englischunterricht vorlesen kann bei den älteren Jahrgängen. William Faulkner, The Sound and the Fury, muss ich mich bekennen, habe ich nicht gelesen, hätte ich im Studium lesen müssen. Vintage Classics. Ach, ein Buch, was ich unbedingt noch lesen möchte, aber ich fand es so schwer. Also hier sind auch Markierungen, die verraten, dass ich mal hier und da irgendwie noch weitergeblättert habe. Ich habe das Buch weder verstanden noch irgendwie mich tief reingelesen. Wer hat William Faulkner gelesen und wer kann mir sagen, soll ich es vielleicht erst auf Deutsch lesen? Ist es dann einfacher? Ich weiß es nicht. So, André Gorz, Brief an D, Geschichte einer Liebe, habe ich empfohlen bekommen von jemand. Ich weiß nicht mehr, wer es war genau. Ist hier. Und könnte auch mal gelesen werden, ist nämlich auch nicht so lang, hatte ich meiner Meinung nach auch mal angefangen. Ist so eine Art langer Liebesbrief. Ja, finde ich auch ganz interessant. Dann, keine Ahnung, wie das reingekommen ist, die Mondsteinmärchen. Sieht so recht spirituell aus. Ja, weiß gar nicht, ob das überhaupt Roman ist. Ja, scheint so. Ach, auf den ersten Blick würde ich sagen, fällt vielleicht in dieselbe Sparte wie der Alchemist. Ich weiß es nicht. So, und Henry James, The Ambassadors, ist hier auch nochmal drin. Ja, das kann man vielleicht direkt neben Faulkner packen, The Sound and the Fury. Die Frage ist, wie ich das Ganze jetzt ordnen kann. Ich kann mir, also ich habe ja schon mal die Bücher, die ich habe, dann Bücher, die ich auf jeden Fall in nächster Zeit lesen würde, die ich ja, die ich ganz oben mit reinhaue. Also Benedict Wells vom Ende der Einsamkeit käme ganz vorne mit dabei. Dann Maureen Daly 17. Sommer. Das ist ein bisschen so Coming-of-Age-Story. Angie hat die Schule gerade abgeschlossen, freut sich auf das Studium, um ihre Heimatstadt endlich zu verlassen. Da bittet sie ausgerechnet Mädchenschwarm Jack um ein Date. Die beiden verlieben sich und sie erleben die besten Wochen ihres Lebens. Doch Angie weiß, am Ende des Sommers muss sie sich zwischen Liebe und langersehnter Freiheit entscheiden. Klingt recht seicht, aber soll gut sein. Also, ja, warum nicht? Buchrückentext auf jeden Fall nicht so der Hit jetzt. Aber ich würde trotzdem sagen, etwas, was ich bald definitiv lesen möchte. So, was käme auch noch so zu den Must-Reads für in absehbare Zeit? Ich schau mal durch. Schlaffes Bruder reizt mich ja auch durchaus. Also, das würde ich auch noch recht vorne mit einordnen. Dann, es gibt einfach so Sachen wie Goethes Wilhelm Meisters Wanderjahre. Das ist echt mega lang und das werde ich nicht in nächster Zeit lesen. Definitiv nicht. Das wird nicht passieren. Ja. Ehrlich gesagt, ich kann mir kaum vorstellen, dass es hier Romane gibt, die in diesem Jahr drankommen werden. Die Buddenbrooks, vielleicht. Irgendwann möchte ich ja nochmal sowas wirklich Langes machen. Das würde ich aber dann auch mal im Kanal abstimmen. Vielleicht kann man da mal so ein Read-Along machen. Ansonsten denke ich, ja, Hemingway, Farewell to Arms, auf jeden Fall was,
was ich gerne lesen möchte. Es sind teilweise dann auch schon echt so sehr alte Ausgaben. Also es ist viel dazwischen, was jetzt wirklich auch schon lange drin liegt. Also es sind tatsächlich Sachen, die nicht im letzten Jahr, nicht während meiner BookTube-Zeit dazugekommen sind. Deswegen ist es auch ganz okay. Mich interessiert tatsächlich dieses Selim Östugan. Da werde ich noch mal genau schauen, was das ist. Ja, tue ich auch mal zu denen, die ich gerne lesen möchte. Das hier würde ich am liebsten vorlesen oder mit Kids zusammen lesen. Ich glaube, das ist nichts, was mich jetzt so sehr fesseln würde, dass ich es unbedingt selber lesen muss. Ich weiß es nicht. Aber ich finde diese Ausgabe echt mega schön. Das ist echt cool. Ja. Bin ich mal gespannt. Die Bücherdiebin schreckt mich nur ab, dass es so lang ist. Wer hat denn die Bücherdiebin gelesen? Das Coole ist, wenn wir über meinen Ablagestapel reden oder meinen ungelesenen Stapel reden, dann kann ich mir von euch natürlich Anregungen holen, die keine neuen Bücher sind, die ich mir hole. Ne? Also, um das Ganze mal so ein bisschen abzuarbeiten. Wäre es natürlich schön zu wissen, wenn jemand von euch sagt, hey, habe ich gelesen, bin total begeistert davon. Und dann stürze ich mich natürlich noch lieber dort rein. So, jetzt machen wir mal Regal Nummer 2. So, ich habe die zweite Seite durchsortiert und leider so richtig übergeblieben sind nur die. Finde ich schon ein bisschen traurig, aber gut. Ich will natürlich ehrlich sein. Und ja, es blieb über von Robert Seethaler, der Trafikant, gelesen für gut befunden. Habe ich auch nie besprochen, könnte ich natürlich auch mal machen. A.A. Milne, Das Geheimnis des Roten Hauses, ein Kriminalfall vom Autor von Winnie Pooh. Fand ich, war ein ordentlicher Krimi. Nicht absolut top of the charts, aber ja, war ganz gut. Heinrich Mann, Professor Unrat, mag ich ja sehr gerne. Vor langer Zeit gelesen. Max Fröhlich, Spiedermann und die Brandstifter, habe ich vorhin schon gesagt. Und Christian Kracht, Faserland, habe ich an der Uni gelesen im Seminar Popliteratur. So, jetzt könnte ich eigentlich zumindest mal hier Max Frisch zu Max Frisch stecken. Max Frisch kommt jetzt dazwischen. Auch wenn ich nicht alle Stücke gelesen habe, immerhin doch einen Anteil und die stelle ich jetzt oben rein. Dann kommen die ganzen Bücher, die ich nicht gelesen habe. Von Dickens, Great Expectations. Möchte ich auf jeden Fall gerne lesen. Habe ich mir im letzten Jahr geholt, irgendwo für 2, 3 Euro im Second-Hand-Laden hier um die Ecke. Josef Freiherr von Eichendorff aus dem Leben eines Taugenichts, habe ich vergessen, darf auch nach oben, habe ich tatsächlich auch gelesen. Die Romantiker haben mich ja durchaus auch interessiert. Ach, hier sind tatsächlich noch ein paar Sachen, die ich gelesen habe. Moment. Michael Ende, das Gauklermärchen, gelesen, mag ich sehr gerne. Michael Ende, noch was Biografisches zu ihm. Der Anfang der Geschichte von Peter Bokarius habe ich nie gelesen, habe ich mir mal angeschaut auf meine Magisterarbeit. Nick Hornby, High Fidelity, habe ich in der Uni gelesen, fand ich okay, nichts Berauschendes. Dann gibt es hier Horst Evers, früher war mehr Weihnachten, habe ich mir irgendwann mal für Weihnachten geholt, um es bei der Familie vorzulesen. Das fand ich ja sehr, sehr witzig, also das war schon sehr cool. Weiß nicht, ob ich es ganz gelesen habe. Das ist auch nicht lang. Also das kann man in einer Stunde wahrscheinlich lesen, anderthalb Stunde. Paar Kurzgeschichten habe ich auf jeden Fall gelesen. Also das zählt auch mal als gelesen und für weitere Weihnachten kann es nochmal gebraucht werden. So, die Einführung ins Studium der englischen Literatur tatsächlich auch gelesen. Und Juli C., Die Stille ist ein Geräusch, eine Fahrt durch Bosnien, als ich selber im Balkan unterwegs war, als ich durch Serbien gereist bin. Bis Bosnien habe ich es leider nicht geschafft. Da habe ich Juli C. gelesen. Weiß gar nicht, ob ich es durchgekriegt habe. Ich fand es nicht so spannend, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber insgesamt, ja, fand ich doch ganz interessant, auf jeden Fall. Hartmann von Aue, Eric, ist was, was mich im Studium gut gestresst hat, aber tatsächlich auch gelesen.
Und Hartmann von Aue, der arme Heinrich, ja, alles mittelhochdeutsche Literatur, war ja gar nicht so wirklich was für mich. Naja. So, jetzt kommen wir aber wirklich zu den ungelesenen Sachen. Reinhard Götz, Rave, niemals gelesen, sollte ich für Popliteratur lesen, Seminaren der Uni. Ich kam da überhaupt nicht rein, ich fand das Buch völlig stressig. Die Leiden des jungen Werthers habe ich direkt zweimal angefangen zu lesen, nicht bis zum Ende geschafft. Fände ich aber interessant, wäre gut für ein Reread. Hier noch einmal Michael Ende zum 50. Geburtstag. So eine Festschrift für Michael Ende. Auch Recherche für Magisterarbeit, aber konnte damit, glaube ich, nicht so viel anfangen. Poetik in Stichworten. Boah, kann ja nicht schaden, aber auch nicht groß reingeschaut. A Country Doctor von Sarah Orne Jewett. Kennt man ja irgendwie vom Hören her, aber nie gelesen. Tanja Dückers, Portola Drive, Suhkultur Verlag. Das gab es, glaube ich, in so einem Automaten hier in Berlin. Keine Ahnung, wieso ich das geholt habe. Frank Goosen, Liegen lernen. Ich fand den Film ja grandios. Das Buch nicht so gut wie den Film, meiner Meinung nach. Ich bin der Meinung, ich habe es nicht bis zum Ende gelesen. Finde es aber auch cool mit diesem Schallplattendesign hier. Aber ja. Dann Jim Butcher, Stormfront. Das habe ich tatsächlich bis zum Ende gelesen. Also das darf auch noch nach oben. Stormfront fand ich ganz cool, aber jetzt auch nicht so, dass es mich so völlig aus den Socken gehauen hat. Aber Urban Fantasy und eins der wenigen Urban Fantasy Sachen, die ich mal gelesen habe. Broch die Verzauberung, habe ich in der Uni sogar drüber geschrieben, aber auch sehr gemogelt. Also das habe ich nicht wirklich durchgelesen. Das große Michael Ende Lesebuch, da habe ich auf jeden Fall ein bisschen drin gelesen, aber auch nicht komplett. Paradiso von Thomas Klupp. Das sind diese ganzen Romane, die ich alle für dieses Popliteraturseminar hätte lesen sollen. Und ja, hier ist direkt das nächste. Friedrich Christian Delius, Deutscher Herbst, drei Romane sogar in einem, niemals gelesen. Hat das irgendjemand sich zu Gemüte geführt? Ich glaube, das lässt sich vielleicht sogar ganz okay lesen. Ich habe da auch ein bisschen drin rumgestrichen. Also ich habe auf jeden Fall angefangen. Mogadischu Fensterplatz. Ja, ich glaube, wir sollten tatsächlich sogar nur einen Roman lesen. Oder er ist komplett angestrichen. Das heißt, ja, den habe ich tatsächlich irgendwann mal gelesen. Kann ich mich aber nicht dran erinnern. Flavia Delussi oder Delus, Mord im Gurkenbeet. Auch das war irgendwo aus einer Freebox. Fand ich sehr witzig, den Anfang, aber nicht geschafft. Jane Austen, Sense and Sensibility. Auch niemals komplett gelesen. Es war schon peinlich, ne? Andrea Wolfmeier, Spielräume, Roman. Keiner weiß mehr, Roman von Rolf-Dieter Brinkmann. Ich frage mich, wie solche Sachen zu mir hinkommen. Also, das habe ich mir definitiv alles niemals selber geholt. Tanja Kinkel, Verführung. Auch keine Ahnung, wahrscheinlich mal geschenkt bekommen. Interpretationshilfe Englisch. Zu David Lodge, Changing Places. Das habe ich tatsächlich auch gelesen. Und das war mein erstes Uniseminar in Anglistik slash Amerikanistik. Frank Weinreich, Fantasy, eine Einführung, die habe ich auch noch für eine Hausarbeit gebraucht. Eine wie Alaska, John Green, kennt man auch vom Titel her, auch nie gelesen. Suchtbild meiner Mutter. Niemals gelesen. Agatha Christie, eine karibische Affäre. Niemals gelesen. Einige andere Agatha Christie, aber nicht das. Und William Shakespeare, Romeo und Julia, habe ich mir relativ aktuell nochmal geholt, weil ich das irgendwo gesehen habe. Das kostete nicht viel. 7 Euro. Und ich glaube, das war sogar Secondhand. Also es war nochmal ein bisschen günstiger. Nee, war ein Mängelexemplar, genau, im Antiquariat. Also das hat irgendwie 3 Euro gekostet oder so. Aber ich möchte ja gerne die Neufassung von Romeo und Julia mir anschauen hier in Berlin. Das heißt, das werde ich dann parallel dazu machen. Brauche aber natürlich die englische Fassung noch. Die habe ich gar nicht, muss ich noch mal schauen.
So, ich zähle mal durch, wie viele das sind, die ich nicht gelesen habe und die hier gelandet sind. Ach ja, ein Programmheft der Waggonhalle in Marburg 2008. Da ist sogar ein Text von mir mit drin, weil ich damals zum Programm beigesteuert habe. Nettes Andenken, aber kein Buch. So, eins, zwei, drei, vier, fünf. So, ich komme auf insgesamt 49 Bücher, die ich noch nicht gelesen habe, alleine aus diesen zwei Regalen. Es wird deutlich weniger sein in den anderen Regalen, weil ich in die Mitte so die Sachen gezogen habe, die ich mir aktueller geholt habe, die ich mir fürs literarische Viertel geholt habe. Denn auch 49 ist natürlich eine ganze Menge. Mir fällt ein bisschen auf, da sind Sachen dabei, die werde ich auf jeden Fall nicht lesen. An denen habe ich entweder mittlerweile kein Interesse mehr oder die sind irgendwie hier gelandet und ich weiß auch gar nicht wie. Ich werde mir mal Gedanken machen, welche ich überhaupt lesen möchte. Vielleicht hilft ihr mir auch ein bisschen beim Reflektieren und dann kommt auch einfach mal einiges raus. Und ansonsten finde ich das ganz spannend. Also für mich persönlich einfach mal zu sehen, was ist denn überhaupt da und wie kann ich das Ganze auch schön für mich ordnen. Ich weiß es nicht, ob euch das überhaupt interessiert oder nicht. Genau, aber vielleicht kann man da auch noch so ein kleines Programm entwickeln, ohne dass man jedes Mal so tief in die Tasche greifen muss und neue Sachen holen. Es sind ja wirklich spannende Titel auch dazwischen. Und alles hat so ein bisschen Geschichte, vieles aus meiner Studienzeit, was hier gelandet ist. Ich muss auf jeden Fall mal so ein bisschen separieren, was habe ich mir im letzten Jahr geholt und was habe ich davon noch nicht gelesen und was sind wirklich alte Gurken, die hier rumfliegen. Manche Sachen möchte ich auch gerne behalten, also sowas wie Henry James werde ich mit Sicherheit nicht rausschmeißen, weil eigentlich müsste das mal noch gelesen werden. Bei manch anderen Sachen sollte man doch überlegen, ist es das wert oder nicht? So, ansonsten verabschiede ich mich mal für heute. Ich hoffe, ihr habt vielleicht selber Zeit, ein bisschen für Ordnung bei euch zu sorgen oder was zu lesen, was ihr wirklich gerne lesen möchtet. Ich kann ansonsten, wenn ihr gerne lieber was schauen möchtet, empfehlen, falls ihr es noch nicht gesehen habt, mit Harald, mehr als eine Stunde haben wir geredet über Im Westen nichts Neues von Erich Maria Mark. Wir haben aktuell in dieser Woche gehabt mit Anne den Talk Dörte Hansen, Altes Land. Dann in der kommenden Woche geht es zu Bonnie Garmus, eine Frage der Chemie. Da freue ich mich sehr drauf. Das machen wir im Viererreigen wieder mit Anne, mit Mandy und mit Joyce. Das heißt, drei Frauen, mit denen ich spreche mal. Ich glaube, es ist eine Premiere. Das erste Mal, dass drei Frauen und ich sind im literarischen Viertel. Muss auch sein. Wird hoffentlich auch noch öfter passieren. Wir haben ja einige weibliche Autorinnen, die dieses Jahr gemacht werden. Freue ich mich wirklich sehr drüber. Macht's gut. Hinterlasst gerne Feedback. Gerne einen Daumen hoch, wenn ihr das Format mögt. Wenn nicht, dann schreibt's mir gerne rein oder auch Inspirationen, wie es ändern soll. Ansonsten sehen wir uns am Donnerstag dann wieder zur Viererbesprechung von Eine Frage der Chemie. Auf Wiedersehen!